Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition 2. Wir befinden uns in der Plasma-Fregatte. Waren hier gerade irgendwelche komischen Sachen am Suchen. Ich weiß nicht, was genau war das, diese Passwörter oder sowas. Genau, ich habe mir hier aufgeschrieben, die Zahlen, die wir bisher hatten. Stimmt, da war was. Wunderbar. Gucken wir mal weiter. Ach, das ist Team Galactic. Aha, okay. Böse, böse. Was ich sagen wollte, wir gucken jetzt mal hier weiter. Dass wir hier noch das letzte Zahlending kriegen, was wir brauchen, um hier oben die Barriere aufzukriegen. Genau, das war's. Und ich denke mir gerade, na, ich könnte eigentlich mal meine Tür zumachen. Die habe ich nämlich nicht zugemacht, die ist noch angelehnt. Die Sache ist nämlich, meine Tür zu machen, dann beschwert sich da alle, weil ich die Tür zumache. Aber egal, ich lasse Krönk mal kurz Psychoschock machen und dann mache ich mal kurz eine Zeit die Tür zu. Moment. Ich hoffe, er hört es nicht. Ich setze den mit, von daher. So, Tür zu. Wunderbar. Jetzt kann mich keiner nerven. Naja, gut, kann schon. Sollte die nicht durch die Tür kommen. Also durchs Fenster. Das auch zu ist. Egal. Mal die Psychokinese lernen, kriegt's natürlich für den Psychoschock, weil Psychokinese ist besser. Sollte ja klar sein. So als, glaube ich, zweitstärkste spezielle Psycho-Attacke. Irgendwie sollte war das, glaube ich. Weil die stärkste ist ja bekanntlich Psycho. Und das können auch so lustige Viecher wie Deoxys lernen. Oder das erlöste Krypto-Lugia aus Pokémon XD. Das hat, glaube ich, auch Psycho. Aber sonst, glaube ich, niemand. Ich bin mir auch unsicher. Also kann ich auch täuschen. So, ach, der hat den Scanner gemacht, ne? Ach. Kreuzschere bringt überhaupt nichts. Oh, 4 KP. Muss ich aufpassen. Also muss ich echt aufpassen. Nicht, dass mich das noch umbringt. Warum macht der Scanner? Der will nicht sterben. Kann das sein? Ich glaube schon. Muss mein Handy auch kurz lautlos stellen, ne? Viele Unterbrechungen hier, ne? Ist ja unglaublich hier. So, Handy lautlos. Bleh. So, jetzt habe ich aber vollkommen Ruhe. Ja. Hoffe ich. Ich will noch weiterkommen hier schließlich. Und zwar der Felix, der muss auch weiterkommen, weil der muss noch aufleveln. Weil der hängt so ein bisschen daher gerade. Um ein Level. Was kriegt da jetzt gerade? Eine Plasmakarte. Ja, Plasmakarte. Tatsache. Ah, da kann ich das Passwort eingeben. Aha. Da fehlt uns aber noch eine Zahl. So, lass mal gucken. Du hast das Glücksei, Martin. Das klaue ich dir jetzt mal ganz kurz. Weil du hast es nicht verdient. Da kriegst du einen Bandsticker wieder. Ich muss dir mal einen Psycho-Löffel geben oder sowas. Nee, wie ist das? Krümmlöffel. Genau so war das. So, und du kriegst das Glücksei, Felix. Und dann wird die Bude gerockt. So. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich jetzt da unten weiterkomme. Ich glaube, die beiden linken Trailer habe ich noch nicht gemacht. Dann kann ich jetzt so gehen. Ah ja, klar, dann kann ich jetzt einfach hier runtergehen und die beiden Trainer so mitnehmen. Auf dem Weg. Habe ich Lautstärke und angepasst vor der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Also tut es mir sehr leid, wenn die Musik ein wenig zu laut ist. Das werde ich aber auch erst nach der Aufnahme merken, wenn ich das Video bearbeite. Aber wird schon irgendwie gehen, denke ich mal. Ansonsten, ja, passt schon. Wer muss meine Stimme schon hören? Ich könnte einfach ein Playthrough machen. So. Meine Stimme braucht niemand. Vor allem, wenn die so komisch klingt. Niemand. Niemand braucht die. Oh Gott. Was ist los an mir? Ich hab so lange nicht aufgenommen, glaube ich. Das ist jetzt 2 Wochen her. Oder seit der Gamescom. Wir haben heute den Schieß mich tot 12. September. Also wird dieses Video wahrscheinlich eher erst in 3 Wochen kommen. Frühestens, also ich glaube nicht mehr im September. Weil wenn ich weiter so uploade, dann nicht. Die 0. Okay. Die 0 fehlt uns noch. Wir haben bereits 2-2 leer 2. Also wird das dritte wohl die 0 sein. Das braucht man die ausschreiben. Das kann ich mir gerade so merken noch. Das Passwort 2202 ist. Aber gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Und dann können wir ja gleich hier durchgehen. Yay! Oh gut, kommt dann vielleicht noch Party oder sowas? Partykampf. Also, okay, Eurex ist schon Party genug, okay. Ich halte mein Maul. Eurex ist echt Party. Pur. Tschüss, Ero.
Ja, komm, ey. Muss das sein, dass der jetzt überlebt? Ach, zum Glück hält er nichts aus. Also, resistiert der Angriff. Zum Glück macht er keinen Schaden an Felix. So meine ich das. Meine Güte. Wunderbar. 52 kann er vorne bleiben, weil 52 sind. Entschuldigung. Da ist was in meiner Nase. Böse Nase. Drei Treffer sind gleich. 2-2-2. Ja, Tatsache. Wunderbar. Ich glaube, damit sollte ziemlich klar sein, wie das Passwort nun lautet. Also gehen wir jetzt einfach mal nach oben. Ich glaube, wir haben so alle Trainer hier unten besiegt. Und dann können wir einfach wieder gehen. Wenn ich einfach wegkomme hier. Ah ja, hier komme ich weg. So. Und hoch. So, dann wollen wir doch mal die Karte einsetzen. Und wir geben das Passwort ein. Und zwar ist es die 2202. Wunderbar. Auf geht's. Ach, na guck mal einen an. Ein Kyurem. Ach, du kannst diesen Apparat nicht zerstören. Das bedeutet, es wird dir nicht gelingen, Kyurem daraus zu befreien. Trotz meiner Worte willst du nicht aufgeben. Dann werde ich so nett sein und dem Ganzen ein Ende bereiten. Ey, ein Kampf alleine gegen Violazeus. Wow. Bin fast begeistert. Na gut, schauen wir mal, was er hat. Frigometrie. Hatte der nicht zwei Frigometrie und einen Sleepwunder? So, da ist, glaube ich. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Sollte aber nicht das Problem sein. Ja, Verwirrung, okay, die ist böse. Na, böse nicht, aber gemein. Fies, hinterhältig. So ist halt. Vor allem ein bisschen. Ah, Treffer, wunderbar. Aber ich glaube, der überlebt das. Nein, tut er nicht. Oh, gut, wunderbar, Felix. Meine Güte, du hast da drauf. Ich könnte fast heulen. Nein, natürlich nicht. Quatsch. Ich heule doch nicht. Ich bin doch stark. Unemotional. Naja, oder so was ähnliches. Doch, ich weine auch manchmal. Aus komischen Gründen vielleicht. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Damit wär's damit. Und okay. Ach, fast der 3-50. Okay, das ist die Bonner. Ich will da eigentlich am liebsten jetzt Mona oder Karo einsetzen. Ja, Karo ist am besten, glaube ich. Einfach wegen Vergeltung. Also weil ich da eine Kampfattacke habe, so. Nur deshalb. Und Slipona das ja nicht so sehr aushält, glaube ich. Ja, vor allem, wenn es auch erst angreift, dann kriege ich so doppelt Stärke noch drauf. Also, passt schon alles. Bop. Aber Slipona ist fast auf meinem Level, also von daher... Kann schon böse werden. Naja, aber erstmal gut gemacht, Karo und Felix. So. Ich wurde erneut geschlagen. Aber Team Plasma wird zuletzt lachen. Ach, Sven. Kyurem. Komm ich hier nicht raus? Nee, müssen wir auch raus. Ich habe irgendwie noch was Böses, ich weiß auch nicht. Haben wir zum Heilen was Kleines? Was ganz Kleines vielleicht? Bärensaft. Yay. Hier, Tafelwasser. Wunderbar. Karo, nimm mal Tafelwasser. Lecker Wasser. Mmm, nom nom. So. Und hoch hier. Willkommen. Ein Bekannter von mir hat mich gebeten, ihm bei seiner Forschung zu helfen. Mein Wunsch ist es, den Pokémon all ihre Kräfte zu entlocken. Um das zu erreichen, ist mir jedes Mittel recht. Mir ist es egal, ob diese Kräfte durch Interaktion mit euch Trainern oder durch einen rücksichtslosen Ansatz wie dem Punkt im Plasma entfaltet werden. Selbst wenn euch die Welt zugrunde gerichtet wurde. Aber mal davon abgesehen. Ich habe in der gesamten Einallregion gegen zahlreiche Pokémon-Trainer gekämpft, um zu sehen, ob einer die Begabung hat, die Kräfte seiner Pokémon freizusetzen. In dieser Hinsicht hast du großes Potenzial gezeigt. Verrate mir, ob du die Antwort auf meine Frage kennst. Wenn du bereit bist, greif mich an. Okay, bin bereit. Ach, sieht aus, als wärst du bereit. Dann lass uns beginnen.
Ach, diese Musik gegen Akromas, ne? Die ist super. Allgemein diese Boss-Themes sind super, wenn ich spiele. Es geht das Akroma vor allem. So, ein Magneton. Dann fange ich natürlich mit Felix super an. Ich weiß aber noch nichts, worauf ich gut schwitzen könnte. Schwitzen könnte. Ja, aus Mona ran. Ja, ich hoffe, sie hält dann jetzt auch so was, weil das viel macht jetzt. Voltwechsel. Okay, er tauscht aus. Aber Akromas ist sowieso ein Typ, der mehr auf Stahl-Pokémon setzt. Darum ist Mona auch keine schlechte Wahl hier. Ja, Magneton, da kommt schon eins. Vielleicht noch ein bisschen stärker als Magneton. Aber sollte nicht unmöglich sein. Auch wenn es ein bisschen Verteidigung hat. Aber, es fällt aus. Überlebt. Das ist nicht schön. Donnerwelle ist aber okay eigentlich. Okay, jetzt bin ich schon langsamer, aber... Ich glaube, er wird auch heilen jetzt. Weil Magneton ist, glaube ich, so sein Haupt-Pokémon. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das heißt, ich kann problemlos einen Paraheiler einsetzen. Wenn er heilt jetzt. Ja, er heilt jetzt. Okay. Das dachte ich mir so. Dann würde ich fast meinen, ich möchte Schaufler einsetzen. Weil ich glaube, Magneton hat keine Schwebe. Ich glaube, das hat Magnetfalle oder irgendwie sowas. Ja, wunderbar. Und dagegen ist es vierfach schwach. Das heißt, es dürfte noch mehr Schaden machen als Feuerzahn. Was? Ach komm, Robustheit hast du. Ach, keine Magnetfalle, okay. Okay, hätte sein können, hätte sein können. Okay, die Robustheit habe ich echt nicht gewusst gerade. Das ist nicht blöd. Na gut. Was? Ernsthaft? Ja, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Doch! Oh mein Gott, Mona, ich liebe dich. Wow. Haha, dass es eine Explosion überlebt hat. Mona, ich liebe dich von ganzem Herzen, das sage ich jetzt einfach mal so. So. Dafür bist du geheilt. Hast du verdient. Geil. Ja, Steinhagel ist nicht so geil. Aber halte ich auch gut aus. So, du hast Neutraltor. So, aber ich mache trotzdem Feuerzahn. Weil der sollte es eigentlich nicht überleben. Doch, ach komm ey, was soll denn das? Wir überleben jetzt alle, Leute. Aber ein Steinhagel lässt auch mal raus. Ja, sehr gut. Also noch eine Stärke hinterher wieder. Und dann haben wir das auch geschafft. Gut, sehr schön. Läuft doch. Klick die Klack. Bleib ich auch draußen. Ich muss nur gerade wieder aufheilen. Und ich denke mal, ein Angriff von Klick die Klack hält auch noch aus. Ach, einen Ballon hast du. Ich darf keinen Schaufler machen. Okay. Gut zu wissen. Würde ich mal fast meinen. So, hätten wir das auch. Klick des Kuss dürfte nicht so viel Schaden machen, weil Stahl uneffektiv ist. Das ist trotzdem ein bisschen. Ja, Akromas, ist schon blöd, wenn man sich auf einen Typ fixiert, ne? Irgendwie wird es ja von einem Typen dann fertig gemacht. Ja, macht eine Initiative hoch. Ach, Angriff steigt auch um eins. Okay. Aber Klick-Tick ist sonst allgemein wirklich nicht gefährlich. Von daher, alles easy. Müsste ja auch aushalten können. Dachte ich. Weiß, in der Explosion hält es aus, aber kein Gigasturz. Ach komm. Das macht keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn irgendwie, ne? Naja, gut. So, dann wird es eben gegen die Wand gesurft. Schnell machen wir das auch. Ach, okay, jetzt warten wir. Also vollkommen egal, was ich tue. So, ich muss gefaced, was er jetzt hat, wird Magneton sein. Was wahrscheinlich jetzt kommen wird, weil ich einen Wassertypen draußen habe. Megalon. Okay, gegen Megalon gehe ich anders vor. Das kann Lara erledigen, genau. Aber man weiß ja, Käfer funktionieren super gegen Psycho-Pokémon. Ich denke, das weiß man so.
Hm, das funktioniert super. Ach, ich krieg so viele Level hier im Kampf. Ach, ist schön. Vorbereitung für Top 4. So, Magneton. Ja, Karo. Wer anders ist da gerade ungeeignet für? Ich überlege gerade, das wäre schon eigentlich ganz cool, wenn ich die Pokémon-Liga wesen durchkriegen würde, bevor Pokémon Y rauskommt. Muss echt mal versuchen, ob ich jetzt irgendwie mal schaffe, täglich einen Pokémon-Part rauszubringen. Das wäre schon irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen. Mal ein bisschen mehr hochladen hier. Meine Güte, ich bin ja so faul, das gibt's ja gar nicht. Goldwechsel, so was willst du noch wechseln? Irgendwas hat er noch, aber was hat er noch? Oder hat er noch eins? Nee, er hat gar keins mehr. Okay. Gut gemacht, Karo, hast du super ausgehalten. Fein, fein. Ja, das war die Pokémon des Tages hier. Karo und Mona. Sehr schön. Oh, wie stark. Du bist ein starker Trainer. Deswegen beantworte mir diese Frage. Möchtest du durch das gegenseitige Verständnis mit deinem Pokémon-Team noch höher hinaus? Ja. Na, ich verstehe. Deine Antwort ist der Wunsch, den ich mir erfüllen möchte. Du bist wahrlich davon überzeugt. Durch Zuwendung entlockst du deinem Team seine Kräfte. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber um Pokémon stärker zu machen, ist mir jedes Mittel recht. Wenn Pokémon durch die Interaktion mit ihren Trainern nicht mehr stärker werden, scheue ich nicht davor zurück, ihnen durch herzlose wissenschaftliche Methoden ihre Kräfte zu entlocken. Doch du hast mir eine andere Möglichkeit aufgezeigt. Der Ausgang des Kampfes zwischen Team Plasma und dir soll für mich darüber entscheiden, wie sich die Beziehung zwischen Menschen und Pokémon fortan gestalten soll. Nun, wo soll es sich entscheiden? Benutze das Teleporterfeld auf der anderen Seite des Raums, in dem Kyurem gefangen gehalten wird. Nun denn, viel Glück! Ja, wir sollen mal eben zurückgehen, ins andere Feld. Aber ich möchte erstmal heilen gehen. Ich gönne mir mal kurz einen Heiler da unten. Weil, wenn der eh kostenlos da rumsteht, warum soll ich ihn nicht nutzen, ne? Denn ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was passiert, wenn ich da jetzt weitergehe. Im schlimmsten Fall wird es ein Part mit Überlänge. Weil ich bin... Ja, ich bin gerade echt nicht mehr sicher. Hm, Moment. Ich hab's gleich. So, okay. Am schlimmsten Fall wird es überlänger, weil ich bin gerade nicht mehr ganz sicher über den Ablauf der Sachen jetzt, die kommen. Erstmal allerdings nehme ich dem Felix erstmal sein Glücksei wieder weg. Das darf nämlich Chrissy jetzt tragen. So. Christina, Glücksei, da halten wir das. Wunderbar. Und ab nach vorne mit dir. Damit sie auch was mit dem Partner machen darf. Was? Du hast einen Chromos besiegt? Ah, ich habe mich aufgestellt, als wäre ich super stark, aber ich habe gar keine Pokémon dabei. Lalalala, tschüss. Okay. Genau. Ach, dieser verfluchte Chromos. Ich habe ihn zum Anführer von Team Plasma gemacht, aber er ist einfach zu sehr Wissenschaftler. Seine intellektuelle Neugier zu befriedigen, ist ihm wichtiger als unsere ehrbare Mission. Du kannst ihn glücklich schätzen. Du allein bist das Publikum für meine nächste Ansprache. Mit dem Wissen und der Technologie von Team Plasma werden wir die in Kyurem schlummernde Kraft maximieren und die ganze Einall-Region einfrieren. Die Menschen und Pokémon in ganz Einall werden in Angst und Schrecken verfallen und vor Team Plasma, nein, vor mir in Staub kriechen. Kyurem ist nur eine leere Hülle. Der Überrest des Pokémon, das sich in Reshiram und Zekrom geteilt hat. Mein Bestreben ist es, die totale Kontrolle über Einall zu erlangen. Diese leere Hülle werde ich mit meinen Ambitionen füllen. Meister Gezes, Kyurem wurde in Position gebracht. Es ist soweit. Die Zeit für meine uneingeschränkte Herrschaft über Einall ist gekommen. Den Rest überlasse ich euch. Nein, geht's jetzt, warte. Moment mal. Du gehörst doch ins Trio, oder?
Erzähl mal etwas über das Felilo, das in der Ventura City gestohlen wurde. Meinst du das hier? Dieses Pokémon haben wir vor 5 Jahren in der Ventura City gestohlen. Ich bin sicher, es ist das Pokémon, das du suchst. Aber jetzt hört es nur noch auf meine Befehle. Das ist das Schicksal von Pokémon, die in einem Pokéball gefangen gehalten werden. Was? Was sagst du da? Ich glaube, ich spinne. Das Pokémon gehört dir nicht. Ach, Pokémon können einem wirklich leid tun. Sie werden von Pokébällen beherrscht und müssen tun, was ihre Trainer ihnen sagen. Wenn doch nur Meister Geetzes Plan, allen Pokémon die Freiheit zu schenken, vor 2 Jahren Erfolg gehabt hätte. Ach, dann wären so viele Pokémon gerettet worden. Wenn dieses Kleopatra, für dich ist es wohl noch ein Felilu, aus seinem Pokéball befreit worden wäre, wäre es vielleicht noch zu euch zurückgekommen. Tja. Ach hey, Duna, ich lasse nicht zu, dass du Meister Geetzes störst. Ein Kampf gegen Finz Trio. Also gegen einen von Finz Trio. Also Finz Uno. Ja, Finz Uno, genau. Was hat denn der? Gladiantri? Ja, da bin ich ja mit Pixie vorne wieder super dabei. Oh Mann. Okay, was kannst du, Pixie? Du kannst nichts dagegen machen. Okay. Dann wäre die Sache geklärt, dann kommt Mona. Entschuldigung, Chrissy. So, guck mal, was Mona schon reißen kann. Hm, Finte. So stark doch. Wow. Ich hätte wenigstens auf die Nachthieb erwartet, aber Finte. Wow, also ich bin echt begeistert, du. Hat wahrscheinlich mit einem Komprimator von mir gerechnet oder sowas. Das machen Pixie auch ganz gerne mal. So, Absol. Absol müsste Pixie eigentlich hinkriegen können. Denke ich mal. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen würde, sagen wir mal so. So, Schall. Na, Schwertanz, okay, das kann böse werden. Wenn ich hier aufpasse. Sonst spielt mich das Vieh einfach weg. Aber naja, wird schon passen. Ich wage zu behaupten, dass es mich immer noch nicht besiegen kann. Mit einem Schlag. Aber ich will mich auch nicht festlegen drauf. Wunderbar. Ja, hast du auch gesehen. Freut mich sehr. Fein gemacht. Oh, wird sogar ein Level für dich. Dafür. Ist das nicht schön? Ach ja, ich freue mich. Und noch ein Gladiantri. Okay, Mona nochmal bitte. Da hätten wir das auch geschafft. Den Finz Uno. Team Plasma Finster Typ heißt er übrigens. Also von daher Finster Typ. Ja, ist ja nur ein Typ. Also von daher, ne? Nicht das Trio. Boah, Kampf gegen das Finz Trio. So ein Dreierkampf. Das wäre lustig. Aber ne, immer nach und nach. Voll öde. Du bist mit uns noch nicht fertig. Ja, das war ja meine Sache, wo ich meinte Überlänge. Aber ich glaube, ich habe eigentlich gedacht, dass die Kämpfe alle in einer Reihe passieren. Von daher ist gerade eigentlich ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Würde ich mal fast meinen. Ich packe kurz Mona nach vorne. Und dann würde ich meinen, bei meiner Partnerstelle und machen wir beim nächsten Mal weiter. Geben wir erst Finn-Trio. Und dann verfolgen wir weiter Geetzes und gucken, dass er nichts Böses macht. Obwohl, er macht mal was Böses, also von daher. Egal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.